Bügel, dann Geon De Fago und der nächste Österreicher jetzt im Starthaus. Stephan Görgl, 17. in Lake Louis. Im Vorjahr hier 23. Bestes Super-G-Resultat, ein 7. Platz bisher in Garmisch im letzten Winter. Spürt langsam, dass die Form wieder kommt. Einer, der nur Super-G und Riesendoller fährt, also keine Abfahrten bisher bestritten hat. 20:31, tolle obere Zeit. Also gleich nach dem Start in diesen ersten schwierigen Kurven, da fahren die Österreicher ausgezeichnet und haben auch wirklich einen tollen Griff vom Material her bisher gefunden. Nächste Zwischenzeit, 40:56, 27 Hundertstel schneller als Mario Scheiber. Hopp, der Sprung war weit jetzt von ihm. Bisschen Oberluft bekommen, aber schön korrigieren können. 53:10, Riesenvorsprung jetzt von 59 Hundertstel Sekunden. Für Stephan Görgl wird der zur großen Sensation hier jetzt. Der Sohn von Traudl Hecher lebt in der Steiermark. Schwesterchen Elisabeth bei den Damen im Weltcup dabei, 1:12 und gibt eine neue Bestzeit. Jawohl, 1:13:40. 1:13:40 und zwei Österreicher führen hier im Super-G von Beaverkrieg. Und wie es gesagt hat, die Form kommt zurück. Und wie Stephan Görgl führt hier vor Mario Scheiber und Alessandro Fattori. Ganz hervorragend. Hier ist er fast zu viel Risiko gegangen, hat aber Glück bei der Landung und kann diesen gewaltigen Sprung noch stehen. Er hat in diese Kante vom Tempo her gesehen.